Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, ein paar Crash-Alternativen für euch aufzuzeigen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Systeme, Nodes, die halt eben ähnlich wie Crash funktionieren. Ihr kennt ja alle Crash, da geht es jetzt auch schon in die Season 2, beziehungsweise die läuft auch schon. Gegebenenfalls gibt es jetzt Mitte Dezember oder Mitte Januar nochmal einen Airdrop. Das wissen wir aber nicht zu 100%, kann ja sein. Also es wird sich immer noch lohnen, bei Crash einzusteigen, aber darum geht es halt eben heute auch nicht. Das heißt, wir wollen uns heute Alternativprojekte anschauen zu Crash. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar von diesem Video. Ja, ich lasse mich immer so ein bisschen inspirieren von Airdrop-Seiten, beziehungsweise auch Seiten, die sich mit Airdrops beschäftigen. Und deswegen bin ich auch drauf gekommen, jetzt mal das Video zu machen, weil es ist zum Beispiel so, dass wir hier die ganzen Airdrops sehen, das heißt, die im Q1 und Q2 2025 live gehen sozusagen. Das sind einige und das ist halt eben nur die Liste, also geht bis hierher, wo die Airdrops, wo man halt eben kostenlos mitmachen kann oder mit wenig Aufwand, ohne dass man irgendwas staken, bridgen muss, etc. Ja, und in der Liste sind halt eben Tools mit zum Beispiel Blast Network, das gucken wir uns heute dementsprechend mal an, schon als kleiner Vorgeschmack sozusagen. Block Mesh hatten wir auch schon mal auf unserem Kanal, wird auch noch mal ein Thema sozusagen. Ihr seht hier Block Mesh nur mal als Beispiel gesehen, ist halt eben für Q1 2025 der Airdrop geplant. Genauso gut wie für Blaze Network für Q1 bis Q2 2025 und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es sind einige Airdrops fürs nächste Quartal, beziehungsweise für die nächsten beiden Quartale am Start. Mal gucken, was wir mitnehmen davon, beziehungsweise was halt eben für euch interessant sein könnte. Ja, Alternativen. Also die erste Alternative, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, das ist NotePay. Die Seite ist notepay.ai. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Das sind Referral-Links. Das heißt, wer Lust hat, kann sich unserer Downline unten anschließen. So unterstützt ihr unseren Kanal. Falls nicht, könnt ihr euch die Seite auch so aufrufen, mitmachen. Ist halt eben jedem selbst überlassen. Wir wollen hier niemanden zwingen, etc. Ja, und von daher müsst ihr selbst entscheiden. Also NotePay ist im Grundprinzip auch das gleiche wie Crash. Das bedeutet, bei euch läuft halt eben eine Browser-Extension mit im Google Chrome. Und ihr sammelt auch dementsprechend Punkte. Und die Punkte werden dann in Token eingelöst. Hier bei NotePay ist es auch so, hier geht es auch bald los. Das bedeutet, dass hier der nächste Airdrop schon in den Startlöchern steht. Es kann gut möglich sein, dass der Airdrop jetzt schon im Dezember kommt. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, spätestens im Januar wird es soweit sein, weil bis 5. Dezember müssen alle Wallets hinterlegt sein, das ist relativ wichtig. Von daher macht einfach mit, wenn ihr Lust drauf habt. Noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir uns die anderen Geschichten angucken. Das ist jetzt egal, ob das Crash ist, ob das NotePay ist oder Dawn und so weiter, was wir uns gleich alles angucken. Egal, wo ihr drin seid, wichtig für euch zu wissen ist, es wird eure Internetbandbreite dafür verwendet. Das bedeutet eure IP-Adresse. Es ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig, was die rechtliche Lage dazu angeht. Ihr solltet euch dem stets bewusst sein, dass ihr euch auch, wenn es richtig, richtig scheiße läuft, ich sage nur Mysterium, dass ihr euch dementsprechend strafbar macht. Ich meine, ich selber habe keine Angst vor diesen AI-Nodes. Ich meine, die andere Seite ist auch, der Use Case ist da auch mal ein bisschen schwierig, meines Erachtens nach, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Von daher bitte du in Research, bevor ihr irgendwo einsteigt, überlegt es bitte zweimal. Habt ihr den kleinsten Zweifel an so einer Geschichte? Steigt einfach nicht ein. Sicher ist sicher. Ja, ich hatte es ja gerade erzählt, NotePay, das ist auch die Plattform, wo ich denke, dass es einige Rewards letztendlich geben wird. Und ein Video dazu haben wir schon veröffentlicht bei uns auf dem Kanal. Guckt es euch einfach mal an. Ja, auch zum Thema Dawn Internet haben wir auch schon mal also ein Review bei uns auf dem Kanal gemacht. Das ist quasi ein dezentrales Breitbandnetzwerk. Also hier ist es auch so, dass ihr eure Internetbandbreite zur Verfügung stellt, auch in ähnlicher Form wie eine Node. Das heißt, hier ist der kleine Unterschied, dass NotePay zum Beispiel dafür verwendet, auch AI, also künstliche Intelligenzen mit Datenversorgung. Bei Dawn ist es halt eben so, dass ihr dementsprechend halt eben für die Internetbandbreite eine Vergütung sozusagen bekommt. Ihr seht auch noch, Dawn ist ein dezentrales, drahtloses Netzwerk zur Bereitstellung von Internetdiensten. Ja, das heißt, also sowas ähnliches wie Honeygain, sage ich jetzt mal ganz grob ausgedrückt, aber meines Erachtens nach auch safe. Ja, wir machen einfach mal im AI-Sektor weiter und zwar Gradient. Das ist auch so eine Geschichte. Hier geht es auch um AI. Das heißt, auch hier wird mit einer Node beziehungsweise mit einer Chrome-Extension wird quasi gefarmt, werden Daten aus dem Netz abgerufen, die halt eben dementsprechend dann für KIs oder andere Systeme zur Verfügung gestellt werden können.
Ihr seht halt eben hier ist extrem viel, ist hier auf der Seite nicht zu sehen, aber Gradient ist halt eben momentan auch auf dem aufsteigenden Ast. Wenn man allein mal sieht, wir switchen einfach mal hier rein, guckt euch mal an, Gradient hat 527.000 Follower. Das wird so ein Projekt, was sich eventuell auch lohnen könnte. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise aus dem Kommentar, wer halt eben Lust hat. Hab's ja schon gesagt. Steigt mit ein. Wie gesagt, seid euch bitte den Risiko extrem, extrem bewusst. Ne? Ja, die nächste Nummer, die wir am Start haben, das ist Blockmesh. Blockmesh ist, haben wir auch schon mal vorgestellt bei unserer Community. Ist halt eben ein Open Source und sicheres Netzwerk ethische KI-Überwachung. Also, wir sind hier wieder im Bereich künstliche Intelligenz, Datenerfassung für künstliche Intelligenzen etc. Blockmesh ist auch eine kleine Browser-Extension sozusagen, die ihr euch letztendlich installieren könnt. Alternativ läuft das Ganze auch über einen Helio-Miner, falls ihr Crank zur Verfügung haben solltet. Auch die Gradient-Node läuft auch über Crank, falls ihr eine richtige Crank-Lizenz habt. Mit Multi-Mining läuft Gradient zum Beispiel auch mit drauf und Blockmesh. Das heißt, ihr müsstet hier noch nicht mal eine Browser-Extension installieren. Ihr seht, die haben auch mittlerweile 170.000 verifizierte Knoten sozusagen. Und ich war der Meinung, Blockmesh halt eben auch im Airdrop-Bereich gesehen zu haben. Genau, Blockmesh Airdrop Q1 2025. Na, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also wie gesagt, schaut mal auf unseren Kanal. Auch zu Blockmesh haben wir ein Video für euch parat. Was haben wir als nächstes? Bless. Bless ist auch was Neues, sage ich jetzt mal. Und hier geht es halt eben darum, ein großes Computernetzwerk aufzubauen. Das wird auch hier dementsprechend auf der Website nochmal erklärt. Bless.network. Ihr könnt natürlich alles nochmal nachgoogeln und ich würde es auch befürworten, wenn ihr euch selbst nochmal zusätzlich informiert. Ihr wisst, bitte do your own research, informiert euch bitte halt eben dementsprechend immer zusätzlich selbst. Hier wird auch nochmal erklärt, wie es funktioniert. Also hier ist genau das gleiche. Eine Extension sozusagen installieren. Es werden ungenutzte Computerressourcen freigegeben. Das ist dann auch so eine Art, wie heißt es, Flux, wo man seine Node als Rechenleistung zur Verfügung stellt, andere sich da reinkaufen können. So funktioniert Bless und halt eben auch Browser Extension fertig ist. Ja, als nächstes haben wir Pipe Network, beziehungsweise Pipe Network ist das letzte, was ich euch in dieser Runde vorstellen kann. Da haben wir halt eben unsere sechs zusammen. Also wir hatten NodePaid, wir hatten Dawn Internet, wir hatten Gradient, wir hatten Blockmesh. Wir hatten zum Schluss Bless und jetzt haben wir Pipe Network. Pipe Network ist ein dezentrales CDN, das ist ein Content Delivery Network. Es ist halt eben so, dass zum Beispiel große Webseiten, zum Beispiel für eure, also für die Thumbnails, für die Vorschaubilder, für allgemeine Bilder, sogenannte CDNs, also Content Delivery Networks, benutzen. Auch Videos etc. werden zum Beispiel über CDNs zur Verfügung gestellt, um halt eben die Performance der eigenen Seite zu verbessern. Hier ist halt eben auch so, dass die Nodes bzw. die Extension die Performance zur Verfügung stellen, sozusagen. Ja, und von daher im Grundprinzip das gleiche natürlich auch für AI. Ich zeige euch das mal, so wie das bei mir quasi abläuft. Also, ihr seht quasi hier, das ist mein Notebook. Da bin ich jetzt quasi aufgeschaltet über eine Remote-Desktop-Verbindung. Und ich nutze halt eben extra eine abgesicherte Umgebung dafür. Das bedeutet, dass das nicht direkt auf meinen eigenen PC, sondern auf dem Rechner, wo es hier gerade läuft, seht ihr dementsprechend hier. Hier ist keine Wallet drauf, nichts, keine persönlichen Daten, gar nichts, sondern hier werden einfach nur quasi die Extensions laufen. Ihr seht, hier läuft zum Beispiel die Grass Extension. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Dawn, läuft hier gerade 0%. Konnektivität, gucken wir mal, das dauert immer so ein bisschen, ehe das kommt. Das heißt, die Browser-Extension läuft hier. Dann haben wir jetzt hier NodePay, kennt ihr sicherlich schon, haben wir schon vorgestellt. Dann läuft hier die Guardian Pipe aktuell drauf. Ich habe das gerade eben auch installiert, deswegen auch 0 Punkte. Also, ihr bekommt hier dementsprechend Punkte. Dann läuft hier auch dementsprechend noch Bless mit. Ihr seht hier, das arbeitet immer so Runden. Das heißt, die Runden gehen eine gewisse Zeit, dann läuft der Counter runter und ihr kriegt halt eben dementsprechend auch Punkte bzw. Belohnung dafür. Und last but not least, Gradient, das hatte ich ja eben schon vorgestellt, läuft auch hier aktuell. Ich weiß auch noch nicht, warum Today's Uptime mit 0 drin steht. Eigentlich läuft, im Dashboard wird es mir auch nicht angezeigt, aber das kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert. Also wichtig ist, wenn ihr sowas betreibt. Also, so mache ich das zumindest in einer isolierten Umgebung. Also, wie gesagt, ihr seht hier, ich bin remote quasi auf meinem alten Notebook aufgeschaltet. Das ist wirklich ein altes Notebook mit einem i5 drin, 8 GB RAM. Das reicht. Da zieht auch nicht viel an Strom.
Ja, von daher ist es immer wichtig, wenn ihr eine Sicherheitsmaßnahme letztendlich für euch ergreift. Ich habe auch die Möglichkeit auf meinem Notebook, wie gesagt, wo ich jetzt gerade remote drauf bin, auch halt eben einen Traffic Sniffer drauf laufen zu lassen, um zu gucken, ob das halt eben auch alles seine Richtigkeit hat. Aber nur so, by the way, ich denke mal, viele von euch sind da tiefer im Thema drin als ich. Ja, kurz zusammengefasst, wie gesagt, Airdrop Season wird interessant fürs Q1 bzw. Q2 2025. Und da sind einige Airdrops dabei, die man natürlich mitnehmen wollen, weil die meisten davon kosten halt eben auch nichts. Ne? Das heißt, ihr habt aber wenig Kosten, die ihr letztendlich dabei habt. Und wie gesagt, Grass-Alternativen habe ich aufgezählt. Nochmal ganz kurz, das war zum einen NotePay, kennen die meisten. Dawn Internet, Gradient, Network, Block Mesh, Bless und last but not least Pipe Network als CDN. Das sind die Geschichten, die ich quasi als Alternative für Grass letztendlich sehe. Aber nochmal zum Schluss und ganz, ganz wichtig, bitte do your own research. Es wird über diese Nodes wird eure Internetbandbreite verwendet. Ich sage nur Thema Myst, wo halt eben illegale Geschichten geteilt wurden über eure IP-Adresse. Von daher immer mit Vorsicht zu genießen. Versucht das ein bisschen zu isolieren. Ja, da funktioniert das letztendlich am besten. Und habt den geringsten Zweifel. Fangt bitte erst gar nicht damit an. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.